dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen und den Präsentierenden viel Spaß beim Slam zu wünschen. Wir freuen uns auf den Austausch und die Uhr geht los. Einen spannenden Slam. Okay, und wir beginnen mit Thomas Kollatz und Annotationen in Daria.de. Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen die Daria.de Annotation Sandbox vorstellen, Daria Annotation Sandbox? Sie ermöglicht Ihnen Text- und Bildannotationen. Zunächst hatten wir gedacht, wir machen das mal nur im Textgrid-Repositorium, also mit stabilen Texten, stabilen Bildern. Als wir dann angefangen haben, wir kriegen es auch hin mit beliebigen Webseiten, die wir über die Daria-Infrastruktur dann verwalten können. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit gefunden, die Daria.de Annotationsdienst auch in eigene Webseiten einzubetten. Wir haben externe Tools wie den Annotator GS, VIA und den Annotation Manager N4G verbunden mit Daria-internen Strukturen, die Daria AI, die Repositorien, den Storage und haben dann die Annotation Sandbox sehr gut vorbereitet und auch konzeptionell vorbereitet in zwei Programmiersprints zumindest als Prototyp realisieren können. Ja, hier sehen Sie, was die alles kann. Sie können Text annotieren, Sie können aber auch Bild annotieren, und zwar auch Polygone. Sie können eine beliebige Seite über den Annotation Service zur Annotation anmelden und Sie können, wie Sie unten rechts sehen, auch in Ihre eigene Webseiten den Annotationsservice ansprechen und dann allen registrierten Mitgliedern die Annotation ihres Angebots ermöglichen. Das ist es eigentlich schon. Was ich sagen will, ist viel weniger als eine Minute, hoffe ich genau. Die Daria Annotation Sandbox ist morgen an Tisch 3, digitale Methoden und Verfahren Nummer 2. Auch kann ich Ihnen da ausführlich vorstellen und vorführen. Und auch die Kollegen, die mitbeteiligt waren, befinden sich da auch in der Nähe. Und wir können Ihnen vor allen Dingen auch das Potenzial, was so ein Annotationsdienst in der Infrastruktur potenziell hat in der Zukunft, was man damit noch machen könnte, darüber würden wir gerne ins Gespräch kommen. Wir haben da viele, viele Ideen, aber Sie vielleicht auch. Und gemeinsam kriegen wir das dann vielleicht auch noch eine Stufe weiter. Das war's. Der Nächste, bitte. Der Nächste ist Jochen Graf aus Köln mit Sem2Notes. Genau, wir haben vorhin schon gehört, vielen Dank. Geisteswissenschaften und digital steht immer so im Spannungsfeld ein bisschen. Man will einerseits möglichst eine generische Infrastruktur bereitstellen oder wollen wir als Daria. Andererseits gibt es immer die sehr individuelle, spezielle fachwissenschaftliche Anforderung. Und ich hatte die Chance, in Daria 2 mich mit einem Bildannotationstool eben zu beschäftigen. Also wenn wir mal so ganz pauschal sagen, 50% in wissenschaftlichen Projekten, im Forschungsprojekt, kann man immer generisch aus der Infrastruktur einfach nehmen. Aber die anderen 50%, die muss man irgendwie immer in Eigenleistung doch noch eben dazu bringen, damit das Ergebnis am Ende die Präsentation seiner Forschungsdaten eben genau dem entspricht, was man sich eben wünscht. Und so ein klassischer Fall ist eben, dass man Texte transkribiert, Handschriften transkribiert und auch die Texte dann mit dem Bild verlinken will. Und da gibt es eben ein sehr schönes generisches Tool in Daria TextGrid, der TextGrid Text Image Link Editor. Und das Ziel jetzt in den letzten 2 Jahren in Daria 2 war es eben, was passiert, wenn man eben so eine Transkription jetzt mit diesem generischen Tool erstellt hat, wie schafft man es daraus eben eine individuelle Webpräsentation dann zu erstellen. Und da gab es ein schönes Beispielprojekt, so ein Pilotprojekt mit dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München. Da war es das Ziel, eine Publikation herauszugeben, ein Übungsbuch für ein paläographisches Übungsbuch. Und die Publikation, die gedruckte, die war zu wenig, sondern man wollte natürlich auch noch zusätzlich irgendwie eine interaktive Webplattform haben, wo man die Ergebnisse aus dem TextGrid Text Image Link Editor eben dann noch ganz individuell aufbereiten kann, eben genau aus paläographischer
Sicht oder genau aus der paläographischen oder aus der Sicht eines paläographischen Übungstools. Und da ist eben eine Plattform entstanden mit ganz vielen tollen Archivalien und ja, das Zentrum, leider ist 3 Minuten sind zu kurz für eine Live-Demo, die müssen wir dann morgen machen. Das Zentrum ist eben so ein Leuchttisch, also man will tatsächlich digital sowas wie einen Leuchttisch haben, wo man die Urkunde zum Beispiel hinlegt und dann daneben noch die Transkription und die Entzifferung und so weiter. Und technisch umgesetzt, oh, die Zeit tickt, wurde das eben mit einem Export aus TextGridLab in eine native XML-Datenbank exportiert und dann eben diese Publikationsplattform mit Sem2Notes entwickelt. Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ulrich Schwartmann ist der Nächste, wir haben ihn heute schon gesehen, GWD Göttingen zu den digitalen Basisdiensten und dem Service Lifecycle. Ja, Sie haben mich in der Tat heute Morgen schon gesehen und Sie haben auch diese Folie schon gesehen. Die Dienste, auf die ich mich jetzt konzentrieren will, sind diese hier. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir den Basisdiensteteil doch nochmal unterteilt haben. Einmal in das, was eben die dahinterliegenden Dienste ist, darüber berichte ich jetzt ein bisschen. Und dann alles das, was direkt mit der Benutzerschnittstelle zu tun hat, also Consulting, Support und Authentifizierung, Autorisierung. Darüber wird Peter Gietz später im Laufe des Abends noch sprechen. Zunächst mal, wie sieht eine Serverumgebung aus? Es ist so, dass wir im Daria-Kontext Cloud-Server zur Verfügung stellen, im Wesentlichen über 2 Wege. Einer davon ist ein solches Self-Service-Portal, wo Sie sich anmelden können und dann eben Ihre virtuellen Maschinen konfigurieren und starten können und nutzen können, Schnittstellen haben, um dann auf den virtuellen Maschinen zu arbeiten. Die andere ist eine Hosting-Umgebung, in der wir, und da müssen Sie direkt mit unseren Kollegen in Kontakt treten, wo Sie eine höhere Verfügbarkeit für die Maschinen haben, aber eben die direkte Self-Service-Gedanke nicht mehr so nachvollzogen werden kann. Storage, Replikationen hatte ich auch schon genannt. Das ist eine Darstellung einer Replikationsplattform, die wir in Daria nutzen, um dafür zu sorgen, dass Daten auch dauerhaft und an verschiedenen Stellen zur Verfügung stehen. Es gibt eine Vielzahl von Kollaborationswerkzeugen. Wir nutzen Confluence im Daria-Kontext, um in dem Wiki und in dem Datenpool, den wir da haben, eben unsere Daten ablegen zu können. Wir haben CloudShare oben rechts als eine Technologie, mit der wir Daten zwischen Forschern auf leichte Art und Weise austauschen können. Ähnlich wie Dropbox, hatte ich auch gesagt, und Etherpad als ein einfaches Tool, um zum Beispiel an Schriften direkt arbeiten zu können. Developer-Tools, ein ganzer Stack, der da vorhanden ist, Jenkins, Sonar und so weiter, ganz unten. Und von oben kann man dann sehen, darauf aufsetzend, Confluence, Liferay, solche Konstruktionen. Persistent Identifier, eine Infrastruktur, die im Wesentlichen in den 3 unteren Kreisen sich abspielt, wo der Klient auf einen, also der Nutzer auf ein Instrument zugreift, Resolver, der den PID auflöst, mit dessen Auflösung er dann auf ein Repository zum Beispiel auf die Daten direkt zugreifen kann. Sowas muss gepflegt werden. Monitoring, und das hatten Sie schon gesehen. Okay. Vielen Dank. Der nächste ist Stefan Funk, Kollege hier von der SUB Göttingen zum Thema Daria.de Repository und der Published GUI. Das waren jetzt schon 3 Sekunden. Sie haben geisteswissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche Forschungsdaten. Sie haben eine Forschungsfrage im Kontext einer Forschungsfrage Forschungsdaten gesammelt, beschrieben, ausgewertet oder erzeugt. Sie haben Metainformationen, bibliografische Daten, digitale oder digitalisierte Daten oder Repräsentationen analoger Daten.
Sie haben Volltexte, Transkripte oder angereicherte Volltexte, Normdaten oder kontrollierte Vokabulare. Und Sie wollen dies in maschinenlesbarer Form zum Zweck der Archivierung, Zitierbarkeit und zur weiteren Verarbeitung, zur Nachnutzung aufbewahren. Dann gibt es das DARIA.DE Forschungsdatenföderationsarchitektur und das DARIA.DE-Repositorium. Das DARIA.DE-Repositorium ist ein Forschungsdaten für die Geisteswissenschaften. Man kann dort intuitiv Daten publizieren über das DARIA.DE-Portal. Das Ganze wird über den DARIA.DE-Account gemanagt, kann also jeder tun, der einen DARIA-Account hat. Das Ganze ist abgesichert durch die DARIA-AAI, Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur. Technisch gesehen ist das DARIA.DE-Repository eine Nachnutzung von Komponenten der TextGrid-Kerndienste für Speicherung und Publikation. Zum einen dauerhafte Referenzierung der Daten über EPIC-PIDs, Speicherung der Daten via der DARIA.DE-Storage-API, Replikation der Daten über mehrere Rechenzentren, das wir gerade schon gesehen haben. Und wenn Sie sich für die Publish-Grid interessieren oder für die diversen Dienste, die dahinter stehen, den Publish-Dienst, den CRUD-Dienst, den Authentifizierungsdienst, den PID-Service, Storage und Storage-API, Metadaten-Index, OAPMR-Service, Collection-Registry, generische Suche und noch einiges mehr, dann kommen Sie morgen zum Stand wissenschaftliche Sammlungen. Vielen Dank. Obo Wencher, auch Kollege von der SUB Göttingen, auch zum Thema Repository Publish GUI von der Festplatte ins Repository. Genau. Die Publish GUI hat Fugo ja gerade auf seinen Stefan Funk schon auf seinen Folien schon erwähnt. Und ich wollte gerne vorstellen, das Thema meiner Masterarbeit, wie da Dateien jetzt möglichst einfach von der Festplatte in die Publish GUI kommen, um dort mit Metadaten versehen zu werden und ins Repositorium publiziert zu werden. Und zwar habe ich dafür eine Dateisynchronisation, so etwas wie Dropbox, dafür eine freie C-File genommen und an die Publish GUI so angebunden, dass Dateien, die man auf der Festplatte hat, dann dort auch auftauchen, immer in dem Moment, wo sie auf der Festplatte erscheinen. Und das kann ich morgen gerne vorstellen am Stand für die studentischen Projekte und Lehre. Ich weiß jetzt die Station nicht. Dankeschön. Thomas Stecker muss ich nicht mehr vorstellen. Thema wissenschaftliche Sammlungen. Ja, wissenschaftliche Sammlungen sind ein komplexer Gegenstand. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Sie besteht aus diskreten Einheiten und eindeutigen Bildgeregungen, ist Gegenstand wissenschaftlicher Beschäftigung, kann Ursprung und Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit sein. Es gibt also Zyklizität, ist einer regelhaften Form dokumentiert, erfasst und mit Normdaten ausgezeichnet, idealerweise. Das möchten wir vermitteln. Sie gibt Auskunft über ihre Nutzungsbedingungen in Form von Lizenzen und sie dient vor allem in der Wissenschaft der Ordnung der Sammlungsgegenstände und der archivischen Sicherung. Es gibt verschiedene Zugangswege zu diesen Sammlungen, die hier in diesem Schaubild kurz charakterisiert sind, in diesem Schlagbild kann man fast sagen. Und was wir dann zeigen möchten, ist, dass wir diese Zugänge realisieren wollen zu diesen verschiedenen wissenschaftlichen Sammlungen, dass die Collection Registry eine Möglichkeit ist, eine einheitliche, vergleichbare Beschreibung zu Sammlungen zu erstellen, dass dort Lizenzen und weitere Informationen hinterlegt werden können, die dann auch zu diesen Sammlungen führen und auch zu den Einheiten dieser Sammlungen führen. Das ist ein relativ komplexer Vorgang. Und wir erhoffen uns natürlich eine Grundlage für die weitere wissenschaftliche Verwendung und Nachnutzung dieser Daten. Was wir vorhaben in der nächsten Phase ist die weitere Präzisierung der Definition der Begriffe der wissenschaftlichen Sammlung. Das ist nach wie vor ein Arbeitsprozess, dass wir so etwas wie geisteswissenschaftliche Forschungsdaten für die Forschungspraxis bekommen. Wir wollen auch kontrollierte Vokabulare und die Beschreibung von Sammlungen, Objekten und deren Metadaten uns näher anschauen. Das auch vor allen Dingen unter den Gesichtspunkten von Semantic Web. Vielen Dank. Vielen Dank. Der nächste ist Tobias Gradl, Uni Bamberg, und er stellt uns vor die generische Suche und die Schema Registry. Ja, vielen Dank. Ich möchte damit anfangen, dass ich Ihnen die Anwendungsfälle zeige, die wir uns angeguckt haben bei der Konzeption, ich benutze den Begriff jetzt nochmal, der Föderationsarchitektur.
Und zwar sind es diese vier Anwendungsfälle. Einmal die Breitensuche, also eine Suche über viele verschiedene Kollektionen, die heterogen sind. Die Datenintegration, mehr oder weniger Kollektionen sollen integriert werden und ich kann vielleicht semantisch tiefer integrieren, weil es einen thematischen Bezug dieser Kollektionen gibt. Die Tiefensuche ist dann eine konkrete Ausprägung dieser engeren Datenintegration, denn ich suche in semantisch eng assoziierten Kollektionen und kann mir die Eigenheiten dieser Kollektionen besser zunutze machen. Und die individuelle Analyse einer Kollektion. Ich habe eine Kollektion, ich habe Daten und will die in die Föderationsarchitektur einbringen. Genau, das ist eigentlich der gleiche Text nochmal. Und zwar, wir verzeichnen die Sammlungen. Wir wollen den Zugriff auf diese Sammlung, einen integrierten Zugriff auf diese Sammlungen anbieten, aber einen hybriden Zugriff, nämlich einmal einen übergreifenden, generische Suche, breite Sicht, wie aber auch domänenspezifische Sichten, das heißt, getrieben durch eine geisteswissenschaftliche Forschungsfrage, möglichst optimiert auf diese hin. Die generische Suche ist eben, wie gesagt, ein Beispiel für eine Anwendung dieser Föderationsarchitektur. Die sieht insgesamt so aus und es ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, weil es normalerweise so animiert einpoppt. Im Prinzip, wir haben unten die Kollektionen, die der generischen Suche zur Verfügung stehen. Die der Föderationsarchitektur zur Verfügung stehen. Das kann intern sein im Repository, das können über OIPMH zugreifbare Kollektionen sein. Die werden in der Föderationsschicht ganz links von der Collection Registry verzeichnet. Das heißt, ich weiß, welche Kollektionen ich verwenden kann über die Daria-Architektur. Die Schema Registry verzeichnet nicht nur schematische Informationen, sondern auch tiefergreifende Informationen über die Inhalte in diesen Sammlungen. Das gucken wir uns dann gerne morgen auch live an unserem Stand an. Und die Crosswalk Registry beinhaltet die Zusammenhänge zwischen den Kollektionen, zwischen den Schemata und erlaubt eben eine Integration. Oben drüber steht integrativer Dienst. Ein Beispiel davon ist die generische Suche und ich werde später noch mal 3 Minuten bekommen. ich habe getrickst. Ich zeige Ihnen dann noch einen anderen Dienst, der das ein bisschen domänenspezifischer macht. Danke. Vielen Dank für die Antwort. Der nächste ist Peter Gietz. Nutzeradministration und AAI. Peter Gietz ist von der DASI in Tübingen. So, ja, ganz schnell, 3 Themen, viele Slides. Nutzerbetreuung, es gibt jetzt doch sehr viele Anfragen an Daria und vorhin wurde zwar beantwortet, alle Anfragen können direkt an Herrn Horstmann gestellt werden. Wir denken, es gibt so viele, dass das auch ein bisschen organisiert werden muss. Da gibt es Mails, Webformulare, Anträge für Dienste und so weiter und da haben wir uns ein Helpdesk überlegt, das eben zentral alle diese Anfragen erstmal sammelt, sodass die Anfragenden wirklich einen Kontaktpunkt haben und das Helpdesk-System wird dann automatisch die Anfragen dann an die richtigen Zuständigen leiten. Und das soll dieses Bild ein bisschen darstellen. Wir haben uns dafür OTRS entschieden. Das ist also das Helpdesk-System, das eben jetzt auch schon für erste Prozesse aktiv geschaltet wurde. Ja, und so sieht es dann eben für denjenigen aus, der dann, an den die Anfrage dann gekommen ist. Eine wichtige oder eine sehr häufige Anfrage ist, ich möchte einen Daria-Account, damit ich die vielen schönen Daria-Dienste auch nutzen kann. Da gibt es jetzt auch ein, gab es schon länger, aber das ist jetzt erweitert worden, ein Self-Service-Interface, wo man dann als erstes mal über ein Webformular einen Daria-Account beantragen kann. Ganz wichtig ist die E-Mail. Wir hätten gerne, dass da vorwiegend Forschungsinstituts-E-Mails sind. Dann kriegt man, wenn man die einträgt, auch gleich hier so ein grünes Häkchen. Wenn man eine andere E-Mail einträgt, dann gibt es erstmal eine Fehlerwarnung, weil das ist für uns wesentlich komplizierter. Wir müssen rückfragen, sind Sie denn wirklich ein Forscher und warum brauchen Sie überhaupt einen Daria-Account? Wenn man eine Hochschul- oder Forschungs-E-Mail-Adresse hat, dann geht das alles automatisch.
Wenn man das Passwort vergessen hat, kann man sich neues Passwort einfordern. Und wenn man dann sich einloggen kann, dann kommt man eben auf diese Seite, um da und das ist also der Login für alle Daria-Dienste. Man kann aber dann auch, wenn man sich eingeloggt hat, auch andere Dienste, also das sind Gruppenzugehörigkeiten, Privilegien, Gruppenzugehörigkeiten beantragen. Auch das kann man jetzt über dieses Self-Service ganz einfach tun. Und da wählt man aus und ganz wichtig, man muss dann eben die Nutzungsbedingungen, wenn dieser Service Nutzungsbedingungen hat, muss man die eben erstmal lesen und akzeptieren. Das Gegenstück zu diesem Self-Service ist ein Administrationstool. Da kann man dann, hat man verschiedene Rollen, die man auswählt. Und da kann man zum Beispiel manuell einen neuen Account anlegen. Aber man kann zum Beispiel auch, da habe ich jetzt keine Screenshots mehr gemacht, alle Account-Anträge kriegen oder alle Dienstanträge und so weiter. Ja, Daria AI seit sehr vielen Jahren produktiv. Alle Daria-Dienste sind angeschlossen. In der EU-Gruppe FIM4D wollen wir mehr ausländische Daria-Dienste auch mit reinkriegen. Und es gibt ein schönes EU-Projekt ARC, wo wir auch dran arbeiten an einem sehr interessanten LibreOffice-Online-Dienst, der vielleicht dann auch zu einem Daria-Dienst wird. Dankeschön. Danke. Usability ist das Thema von Dirk Wintergrün und seinem Cluster Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Ja, neu, das hatten wir eben schon gehört in der letzten Phase von Daria, war ein eigener, wenn auch kleiner Schwerpunktbereich zu Usability von Tools. Wir haben uns dabei auf Umfragen unter Nutzern gestützt. Wir haben uns vor allen Dingen mit den Geschichtswissenschaften beschäftigt. Und vor allen Dingen ging es auch um konkrete Implementationen von Workflows. Was wir getan haben, das zeigen wir an Stand 6. Konkret, was wollten wir haben? Wir wollen benutzbare, bedienbare Oberflächen haben, transparente Tools, sodass man die Ergebnisse, die man erzielt, auch nachvollziehen kann. Arbeitsabläufe sollten so integriert sein, dass man nicht jedes Mal neue Lernfaktoren hat. Und natürlich will man möglichst nahtlos zwischen den einzelnen Tools hin und her laufen. Was haben wir getan? Wir haben interne und externe Tools evaluiert, haben das beschrieben in diversen Reports, digitale Arbeitsabläufe getestet. Vor allen Dingen haben wir uns auch mit dem Problem verschiedener Ausgabegeräte beschäftigt, vom Handy bis zur Hypervolt, weil wir wollten unbedingt mal mit der Hypervolt spielen, und Erstellung von spezifischen Personas für die DH. Das Ganze haben wir begleitet, konkret an Entwicklung. Ja, und was wir tatsächlich hier zeigen, ist, dass man mit den Komponenten, die es schon gibt bei Daria, auch relativ schnell neue und zwar innovative Projekte machen kann und mit allen Geräten, die wir hatten. Wir haben von der Datenbank für jüdische Epigraphik die Daten genommen, haben das verbunden mit der App, die auch am Steinheim-Institut gemacht wurde, nämlich Orten jüdischer Geschichte. Da kann man die Orte dann lokalisieren, dann schließlich mit dem Mobilgerät herumwandern und Daten ergänzen, also Fotos hinzufügen, neue Daten und vor allem auch neue Geodaten hinzufügen. Das wandert dann in die Datenbank, kann am Arbeitsplatz weiter bearbeitet werden und schließlich tatsächlich mit der Hypervolt, die wir leider nicht mitbringen konnten, also die Enttäuschung morgen muss ich schon vorwegnehmen, aber auf dem kleinen Bildschirm geht es auch, können wir dann mit dem Geo-Browser die Daten visualisieren. Also im Nachhinein, glaube ich, ein ziemlich schönes Beispiel dafür, dass man, Komponenten zusammenführt, man tatsächlich ziemlich schnell zu neuen Apps und neuen Applikationen kommen kann. Und das war es auch schon und morgen gibt es das Praktische. Vielen Dank. Der nächste ist Markus Neuschäfer von der OKF, Open Knowledge Foundation in Berlin, auch Partner in Daria.de zum Thema Lizenzen und Lizenzierungstool. Ja, vielen Dank. Das Thema Lizenzen ist meistens verlässlich blutdrucksenkend und das zählt auch für die bisherigen Angebote. Wir wollten es diesmal etwas anders machen. Das heißt, mit dem DRI haben wir ein Lizenztool in der Form entwickelt, dass wir vorhandene Ressourcen nicht nur zusammenführen, sondern projektbezogen darstellen. Auf der neuen Seite forschungslizenzen.de, die jetzt auch schon online ist, werden also Forschungsprojekte vorgestellt, die sozusagen ein bisschen zeigen, was man mit Lizenzen machen kann.
Zum einen kann man die Rechte klären, Informationen finden, wie man die Rechte klärt. Zum anderen auch bestimmte Lizenzen auswählen, die dazu passen, zu den Inhalten. Schließlich auch den Zugang gestalten, das heißt einige Beispiele finden, wie man den Zugang entsprechend gestalten kann. Und ja, wir brauchen dazu vor allen Dingen noch Interviews. Bisher haben wir einige Projekte schon vorgestellt. Und ja, kommen Sie gerne morgen auf uns zu und wir arrangieren ein kurzes Interview, um dieses Plattform noch etwas zu erweitern. Insgesamt ist es sozusagen ein, eher eine Bündelung von verschiedenen Ressourcen, dass man direkt den richtigen Ansprechpartner findet und auch die Daten präsentieren kann. Genau, ich glaube, das ist insofern eine kurze Präsentation. Also gehen Sie auf die Seite forschungslizenzen.de. Genau, vielen Dank. Eines der meistgenutzten Tools, die in Daria.de angeboten werden, auch der meist nachgefragten Tools, ist der Geo-Browser. Wir haben heute Nachmittag auch schon mal kurz davon gehört. Den wird Beata Mache vom Steinheim-Institut in Essen vorstellen. So, daher der Echo-Browser visualisiert Forschungsdaten in Raum- und Zeitbezügen. Es basiert auf früheren Entwicklungen, wurde aber in Daria.de entschieden weiterentwickelt. So wurde zum Beispiel ein Editor eingebaut, der erlaubt, wirklich einfach Daten einzufügen. Der Fachwissenschaftler kann minimal also nur Ortsnamen und Datum zu bestimmten Ereignissen antragen. Automatisch werden Geokoordinaten und Identifier zugefügt. Mehrdeutigkeiten können aufgelöst werden. Und auch zum Beispiel in meiner Analyse einer der unparteiischen Universalkirchenzeitung von 1837, wo ich sehr viele historische Ortsnamen zuordnen müsste, war es möglich, die Ergebnisse meiner Forschung hier in der Karte einzutragen und diese selten erwähnten Orte auch zu visualisieren. Mit einem Klick also visualisiert man. Mit Hilfe der Darstellung meiner Daten auf entsprechenden historischen Karten und mit Hilfe der Zeitleistenanimation könnte ich zum Beispiel nachweisen, dass die Zeitschrift tatsächlich ihrem Programm realisierte, alles Wissenswerte aus aller Welt zu berichten, und zwar auch gleichmäßig in der gesamten Erscheinungszeit. Mit Hilfe des Map Selectors Tool könnte ich nachweisen, dass der Verbot in Preußen einen bedeutenden Einfluss auf die Zeitschrift hatte. Mit dem kleinen Pick in Herbst 1837 zeige ich, dass der Beginn der Kölner Viren und die Verhaftung des Kölner Bischofs Einfluss auch auf diese Berichterstattung haben. Mit Hilfe des Vergleiches der verschiedenen Datensätze, was da ja Geobrause auch ermöglicht, könnte ich zeigen, dass tatsächlich Protestanten, Katholiken und Juden versuchten, 1837 einen gleichwertigen Dialog zu führen. Die Karte brachte mich, diese Visualisierung brachte mich zu neuen Fragestellungen, weil es entspricht nicht der Aufteilung, der üblichen herrschenden konfessionellen Aufteilung, sondern zeigt, dass universitäre Zentren und Universitätsstädten hier primär sind. Welche interessanten Fragen ich beantworten könnte mit Hilfe dieser Darstellung, wo ich Wirkungsorte unterteilte nach akademischem Grad und Geburtsjahr der Mitwirkenden, kann ich morgen am Tisch 2 erzählen. Sie können auch darüber auf den Seiten, auf den Portalseiten lesen. Was ich aber sagen wollte, Daria Geobrowser erlaubte mir, meine Forschungsfragen zu beantworten. Der Geobrowser erlaubte mir, meine Ergebnisse zu visualisieren. Und der Geobrowser brachte mich dazu, neue Fragen zu stellen. Danke. Bis jetzt haben wir viel zu Text und Bild gehört. Jetzt geht es weiter zur Musik. Daria.de bedient auch musikwissenschaftliche Anwendungen und Nikolaus Beer vom Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Detmold-Paderborn stellt uns die MEISE vor, Music Encoding Initiative. Ja, guten Nachmittag.
Ja, wie gesagt, also Sie brauchen jetzt keine Noten zu lesen, also Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich erkläre einfach nur kurz, was dieses Programm macht, und live können wir uns das morgen anschauen. Die Meise ist sozusagen ein Uropa-Produkt aus dieser ganzen geisteswissenschaftlichen Infrastruktur-Geschichte. Wir kommen schon aus den Anfängen des TextGrid-Projektes. Da gab es eine erste Version als Plugin für das TextGrid-Lab. Daraus haben wir in der ersten Phase von Daria dann eine Standalone-Variante extrahiert und etwas weiterentwickelt, haben da aber sehr schnell gemerkt, dass die Darstellung von Noten auf dem Bildschirm nicht ganz so einfach ist, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben, und hatten dann für die zweite Phase von Daria uns vorgenommen, vor allen Dingen wegen der Notendarstellung auf Webtechnologien zu setzen. Da kam dann ein entsprechendes Feedback auch aus der MEI-Community, dass viele Projekte an Editoren arbeiteten, aber nie keines dieser Projekte einen All-Inclusive-Editor vorhatte, und wir dann sehr gelegen kamen aus Daria, um diese ganzen Bestrebungen einmal zusammenzubringen. Das heißt, die neue Meise oder der Daria Meise Web Service ist ein echtes MEI-Community-Projekt, vornehmlich aus RISM Schweiz, die uns sozusagen die Rendering-Bibliothek zur Verfügung gestellt haben. Verovio nennt die sich, und Kollegen aus Kanada, aus Montreal, von der McGill University, die einen auf dem ACE-Editor basierten MEI-XML-Editor erstellt haben. Das alles haben wir zusammengebaut und noch ein paar Feinheiten dazu gebastelt. Was können wir jetzt mit dem Daria Web Service machen? Also der unterstützt jetzt verschiedene Standardoperationen mit MEI-Daten, öffnen, speichern, suchen, ersetzen und so weiter. Es ist noch eine MEI-Validierung in Vorbereitung, dass man beim Live-Coden auch schon unterstützt wird. Das ist für die Abstraktion zwischen Text- und Musikdarstellung ganz hilfreich. Wir können mehrere MEI-Dateien gleichzeitig bearbeiten. Wir können die Darstellung dynamisch anpassen, indem wir ein Einzelsystem oder umgebrochene Systeme darstellen. Und wir können navigieren, also in der Notendarstellung, und sehen parallel den entsprechenden XML-Text. Weitere Informationen gibt es hier oder morgen am Tisch 2. Danke. Vielen Dank. Ja, Steffen Pielström, Uni Würzburg, aus dem Cluster Big Data in den Geisteswissenschaften zu seinem NLP-Tool. Ja, vielen Dank. Mit automatisierter Textanalyse kann man spannende Sachen machen. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Unterschiedliche Beispiele, man kann inhaltliche Untersuchungen von Texten anstellen mit Topic Modeling und inhaltliche Vergleiche, man kann Netzwerkanalysen machen über per Figurennetzwerk in Romanen, man kann stilometrische Analysen anstellen, um Autorenstile zu vergleichen, um Schreibstile zu vergleichen. Das ist alles sehr schön, aber ganz viele dieser Analysemethoden setzen eines voraus, nämlich, dass man die Sprache irgendwie prozessiert. Wenn ich herausfinden will, wie das Figurennetzwerk in einem Roman aussieht, muss ich meinem Computer erstmal beibringen, zu erkennen, welche Worte da drin überhaupt Figuren repräsentieren. Dafür braucht man Natural Language Processing, also linguistische Tools, die Annotationen erzeugen. Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe davon, die man benutzen kann. Das Problem ist, dass die häufig aufeinander aufbauen. Um einen Namen zu erkennen, also einen Personennamen, muss man halt erstmal erkennen, dass es überhaupt ein Nomen ist. Das heißt, man braucht grammatische Analysen und eine ganze Kaskade von Dingen, die aufeinander aufbauen. Dafür gibt es glücklicherweise auch eine ganze Reihe von Programmen, die man nutzen kann. Jetzt haben Sie drei Möglichkeiten, was Sie tun können. Erstens, Sie laden sich ganz viele solche Programme runter, beschäftigen sich damit, wie sie funktionieren, mit den Datenstrukturen und versuchen, die nacheinander anzuwenden. Die zweite Möglichkeit ist, Sie nehmen ein Framework, das das alles integriert, wie zum Beispiel das DK Pro Framework, das unsere Kollegen in Darmstadt benutzen. Das hat den großen Vorteil, dass alles in einer Oberfläche steckt. Das hat nach wie vor die Hürde, dass Sie lernen müssen, Java zu programmieren, mit diesem Framework klarzukommen, mit den Datenstrukturen umzugehen. Oder
Sie kommen zu uns an unseren Stand morgen und sehen sich an, was wir gemacht haben. Wir haben aus diesem DK Pro für Sie ein komfortables Paket geschnürt, wo man mit einem Befehl, der lang aussieht, aber gut dokumentiert ist und sehr eingängig, wenn man sich kurz damit beschäftigt, kann man dieses Programm ausführen und man bekommt sogar eine Excel-lesbare Tabelle, in der praktisch alle Annotationen zusammengefasst sind, die linguistisch für Sie interessant sein können. Wie man das macht und wie man darauf aufbauend dann diese Analyseschritte macht, wie ich sie eben gezeigt habe, zum Beispiel eine Netzwerkanalyse oder einen stilometrischen Vergleich von Satzstrukturen, das können wir Ihnen morgen an unserem Stand zeigen. Und ich hoffe, Sie dann da zu treffen. Danke. Danke dir. Und nochmal Tobias Gradl, ja, mit dem Cosmo Tool. Danke. Genau, da bin ich wieder. Diesmal in einer anderen Rolle ein bisschen, weil ich auch Mitarbeiter in Cluster 5 bin und wir da den Use Case Biografien gemeinsam und vor allem motiviert durch unsere Kollegen vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz untersucht haben. Und ich greife auch direkt nochmal was auf aus meinen letzten 3 Minuten. Und zwar geht es in diesem Tool um die Kombination von biografischen Informationen aus unterschiedlichen Quellen, um so, wir nennen das biografische Profile, anzulegen, die die Transnationalität von Personen widerspiegeln können. Denn biografische Beschreibungen haben meistens oft eine nationale oder eine kulturelle Prägung. Und wenn eine Person emigriert ist und in verschiedenen Ländern tätig war, dann sind diese biografischen Beschreibungen oft halt nicht vollständig. Und wir versuchen, diese Lücke beginnen zu schließen. Das ist eine relativ komplexe Frage. Das Cosmo-Tool selbst implementiert vieles, das dieser Use Case braucht, selbst, weil die Forschungsfrage auch spezifisch ist, aber sie nutzt für viele Dinge Aspekte, die in der generischen Suche und in der Schema Registry implementiert worden sind, nach. Das ist die Anwendung von NLP-Techniken zur Extraktion von Personen, Zeiten, Orten aus Volltexten. Wir fußen da ein bisschen auf der Wikipedia, weil sie einfach die Masse an biografischen Texten liefert, die wir brauchen, um sie technisch zu verarbeiten. Die Integration dieser Erkenntnisse in Volltexten oder auch in strukturierten Daten müssen dann gemappt werden auf diese interne Struktur, diese biografischen Profile. Und auch das passiert mit Hilfe der Schema und Crosswalk Registry. Alles, was darauf aufsetzt, nämlich die Analyse der Zusammenhänge in den Personen, ist eigens in dem Cosmo-Tool entwickelt als Art technischer Durchstich, um zu zeigen, die Infrastrukturkomponenten von Daria können ein Stück weit helfen und abstrahieren technische Probleme. Der forschungsspezifische Aspekt muss dann natürlich auch forschungsspezifisch zu Ende entwickelt werden. Das ist der Gesamtzusammenhang in diesem Use Case. Die äußeren, die blauen Kästchen und Linien sind das, was automatisch passiert. Und zwar kommen wir, wenn wir von unten gucken, von Datenquellen, von biografischen Informationen in Datenquellen zu einer Kontextvalidierung. Das heißt, wir gucken, haben wir schon was über die Person? Wissen wir aus gesicherten Quellen, dass sie da und da geboren ist, verzogen ist? Das wird geprüft gegen den Kontext und dann in das biografische Profil überführt oder eben nicht. genau, und unsere Kollegen, unsere Historiker können an allen Stellen die roten Pfeile qualitativ auf die quantitative Verarbeitung einwirken. Das glaube ich, was ich. Screenshot morgen, gerne mehr an unserem Stand. Danke. Luise Borek, nicht aus Braunschweig, sondern Darmstadt, zu Tadira. Genau, mit Tadira präsentiere ich hier eigentlich nicht wirklich ein Tool, aber so doch ein Werkzeug, das man auf der Metaebene verwenden kann. Und dieses Werkzeug, wenn ich Tadira sage, dann meine ich damit eine Taxonomie zum Verschlagworten von digitalen Verfahren.
Und da gab es einen konkreten Bedarf, um den sich eine kleine Gruppe von Forschern gebildet hat, die also nicht alle in Daria waren, sondern es ist eine internationale und interdisziplinäre Kooperation. Man sieht hier, die Anfänge gehen zusammen mit Nedima und auch das Ergebnis wird wieder in diese Resultate, die man auf der rechten Seite der Folie sieht, wieder zurückfließen. In Daria gab es zum Beispiel als konkreten Bedarf die Doing Digital Humanities Bibliografie. Das heißt, da kann man dann eben die einzelnen Einträge strukturiert verschlagworten. Die Kooperation, und das erklärt dann auch ein bisschen den Namen, ist ein partielles Anagramm zwischen Daria und Dirt, ergibt dann also Tadira, und das hat auch was mit dem Drachen zu tun, den Sie da auf der Folie sehen, das erkläre ich aber gerne morgen am Poster, da gibt es nämlich eine Anekdote zu. Jetzt sage ich lieber noch ein bisschen was, unten rechts sieht man, wie man das dann auffächert, das kann man dann auf dem Poster sehr viel besser sehen als auf der Folie hier. Aber es geht vor allem um einen anwendungsorientierten Ansatz im Vergleich zu dem theoretischen, was dann dahinter steht. Also das Ganze ist frei zugänglich, extrem rezipiert inzwischen. Es gab auch viele Teilnehmer, die bereits am Erarbeitungsprozess mitgewirkt haben. Da gab es eine Phase mit einem offenen Google-Dokument. Und inzwischen ist das Ganze auch multilingual. Hier sieht man ein bisschen die oberste Ebene der Forschungsaktivitäten in eben, also auf Englisch, wo wir es mit begonnen haben, aber inzwischen auch auf Deutsch, auf Spanisch und auf Serbisch. Das ist also der generische Teil, da gibt es dann Erklärungen zu jedem Begriff in Form von Scope Notes. Und zusätzlich zu dieser fixen Liste gibt es Objekte und Techniques. Und dabei handelt es sich dann um freie Listen, die man also beliebig und nach Bedarf erweitern kann. Das Ganze steht zur Verfügung auf GitHub. Es gibt parallel noch eine Thematrace-Instanz, die bietet nämlich zusätzlich noch einen Sparkle-Endpoint, sodass man damit aus vielerlei Hinsicht arbeiten kann. Und ja, mehr am Poster gerne. Danke. Danke dir. Das war der Blog zu Tools und Diensten von Daria.de. Als nächstes schauen wir uns einige Partnerprojekte an. Wir fangen an mit Andrea Rapp, die erstmal die Digital Humanities Landschaft illustriert. Ja, illustrieren ist ein gutes Stichwort. Guten Tag, vielen Dank. Ich habe mir erlaubt, um das Ganze zu illustrieren, auf das Cover der Festschrift der Forschungs- und Entwicklungsabteilung hier nochmal zurückzugreifen, weil es natürlich einfach wunderbar ist. Und ich möchte die Metapher ein bisschen aufgreifen. Eine Landschaft, die setzt sich ja zusammen aus Hügeln, Bergen, manchmal Flüssen, manchmal Pfaden, manchmal Wüsten. Wenn wir uns darin bewegen, müssen wir vielleicht Hügel hinaufklettern oder weite Strecken gehen oder über Flüsse paddeln, kommen aber manchmal auch an sehr attraktive Oasen und attraktive Orte. Wenn eine Landschaft noch jung ist, dann ist sie ja oft sehr zerklüftet, man muss dann auf hohe Berge, sie wird dann mit den Jahren lieblicher und zugänglicher. Und ich glaube, jetzt habe ich die Metapher genug totgeritten und möchte auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der mir in dem Zusammenhang sehr wichtig ist und der ein bisschen den Stand illustrieren soll, den Punkt illustrieren soll, an dem wir jetzt sind. Ich greife da ein Zitat auf von Stephen Ramsey, der gesagt hat, Digital Humanities is not some airy Lyceum. Das heißt, unsere Landschaft ist eigentlich schon ganz gefestigt, sie ist vorhanden, sie ist da, sie ist institutionalisiert, wenn wir das jetzt übertragen eben auf das, was unsere wissenschaftliche Gesellschaft, Community so ist, dann können wir sagen, sie besteht eben aus Professuren, aus Studiengängen. Wir haben sehr viele Promotionen bereits. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, ob wir Habilitationen haben. Wir haben einen Verband, wir haben Zeitschriften, wir haben Förderprogramme, wir haben Bibliotheksreferendare. Ich könnte sicher noch einiges mehr aufzählen. Das zeigt, die Landschaft existiert, sie ist da, sie ist stabil, sie ist sicher. Man kann sie begehen, man kann Teil werden dieser Landschaft und sie erfahren. Und das ist natürlich etwas, wozu ich einladen möchte.
Sie können sich auf der einen Seite informieren darüber, wie diese Landschaft gestaltet ist. Zum einen in der Daria Course Registry, wo Studiengänge, Schulungsangebote und so etwas verzeichnet werden. Da kann man sich einloggen und sein eigenes Kursangebot sichtbar machen. Man kann Digital Humanities-Projekte, die man betreibt, melden und die werden verzeichnet im Geobrowser. Also eine herzliche Einladung an Sie, sich daran zu beteiligen. Das ist eine Aktivität, die auf jeden Fall in Daria 3 weitergeführt wird und die sicherlich den Einstieg in die Landschaft noch sehr viel besser gestalten wird. Danke. Ein Projekt, das Daria.de schon lange begleitet, bisschen auch in Teilen der Vorläufer war, ist TextGrid, virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften. Und das stellt Philipp Hegel uns vor. Ja, danke. Ich darf Ihnen jetzt also einen Ort in dieser Landschaft vorstellen. Der Name ist schon mehrfach gefallen und hat so ein bisschen rumgespukt in verschiedenen Vorträgen schon. TextGrid in gewisser Weise, personell, infrastrukturell und ideell ein Vorgänger auch von Daria ein bisschen, also zumindest von Daria.de. Und ich möchte Ihnen nur einen kurzen Überblick darüber geben, was TextGrid ist. TextGrid ist eine virtuelle Forschungsumgebung, das heißt ein Ort, an dem man mit anderen Daten bearbeiten kann. Und die typischen drei Schritte dabei sind, dass man zum einen eigene Daten, die man bereits hat, zum Beispiel Transkriptionen von einer Edition, Faksimiles, Bilder jeglicher Art einspielen kann und dann in einer virtuellen Forschungsumgebung bearbeiten kann. Sie sehen, dass sich das Ganze in zwei Säulen teilt. Einmal das Repository, liebevoll Rep, und das Laboratory, liebevoll Lab. Genannt. Repository ist die Speicherstruktur, darüber haben wir auch schon einiges gehört, wo diese XML-Daten gespeichert werden, die Digitalisate, und wo man auch Metadaten und Relationen zwischen diesen Objekten anlegen kann. Und das Lab ist die Software, mit der der Nutzer diese Daten bearbeiten kann. Da gibt es verschiedene Werkzeuge, die ich gleich noch mal kurz etwas genauer vorstelle. Der dritte Schritt ist dann, wenn ich diese Daten bearbeitet habe, diese auch zu publizieren. Das geht einmal auch über die Webseite des TextGrid Repository, das gerade neu gemacht worden ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel über das an der BBAW entwickelte SADE ein eigenes Portal zu entwickeln, in dem die Daten präsentiert werden. Einige Werkzeuge, die Sie in diesem Lab finden, dienen zum einen gewissermaßen den Menschen, also Projekte und Nutzer zu verwalten, eigene Projekte anzulegen, Nutzer einzuladen, mit denen man seine Daten bearbeiten möchte. Das heißt, Daten, die in dieser Form im Repository sind, auf dieser Ebene, sind nur für die zugänglich, die auch zu einem Projekt gehören und die diese Daten bearbeiten sollen. Da kann ich verschiedene Rechte vergeben und eben diese verschiedenen Objekte bearbeiten, importieren und auch exportieren. Dann gibt es diese Objekte selbst. Das wird über eine Aggregationsverwaltung organisiert und auch über einen Revisionsmechanismus, bei dem also ältere Versionen abgespeichert werden können, auf die dann auch zurückgegriffen werden kann. Und es gibt eine Reihe von Werkzeugen wie den XML-Editor, den Textbild-Link-Editor, den hatten wir heute auch schon mal kurz gesehen, um eben zum Beispiel Transkriptionen und Faksimiles miteinander zu verknüpfen, Metadaten zu verwalten und auch eigene Metadatenschema anzulegen, falls das vorgegebene Schema nicht zu dem eigenen Projekt passt. Es gibt externe Ressourcen wie das Wörterbuchnetz, die eingebunden worden sind, zum Beispiel wenn man seine Transkriptionen kommentieren möchte und mit Daten aus dem Wörterbuch ergänzen möchte und das Ganze zu publizieren. Wenn Sie diese Werkzeuge kennenlernen möchten, können Sie das morgen an unserem Stand bei der Grand Tour tun. Vielen Dank. Am gleichen Stand finden Sie morgen auch Frank Fischer, der einiges mit den Daten angestellt hat, die im TextGrid Repository zu finden sind und auch noch anstellen wird, hoffentlich. Ja, danke. Was für ein Drama. Das ist die letzte Szene aus Emilia Galotti. Emilia stirbt und der Vater klagt die seiner Meinung nach Schuldigen an.
Was wir in dem Projekt Delina machen, das ist eine digitale Netzwerkanalyse von Dramen, und zwar nicht nur von einem Drama, sondern von ganz vielen Dramen. Dabei ist auch die Sprache des Dramas egal. Die Hauptsache ist, dass es eine TEI oder ähnliche Repräsentation gibt. Und ohne Textgrid und die Bibliothek, die sich da drin befindet, wären wir in so kurzer Zeit gar nicht so weit gekommen. Das sind also jetzt ein paar Passagen aus dieser letzten Szene, die wir gerade gesehen haben. Die kann man auch anders repräsentieren, nämlich so, als ganz simples Netzwerk. Und wenn man das ganze Stück in den Blick nimmt, dann sieht das so aus. Und das ist natürlich alles automatisch erzeugt worden. Was uns aber eigentlich, also wir haben ja jetzt viele Netzwerke schon gesehen, was uns tatsächlich eigentlich interessiert, ist die Mathematik dahinter, also die Netzwerktheorie. Und da nehmen wir Fragen in den Blick, wie, wer ist eigentlich der Protagonist in diesem Drama? Das ist eine jahrhundertealte Diskussion in der Germanistik. Hier widersprechen sich ein paar Zentralitätswerte. Wer das genauer wissen will, kann auch morgen an unseren Stand kommen. Aber auch Fragen wie zum Beispiel, wie ändert sich die Rolle der Frau im Drama des 18. bis 19. Jahrhunderts, kann man hier large scale im Distant Reading Modus ganz neu in den Blick nehmen. Und das ist eben genau das, was wir machen. Relationen im Raum, ein weiteres Projekt, das mit Textgrid und Daria.de arbeitet. Nochmal Peter Gietz. Genau, also jetzt habe ich den Hut als ehemaliger Mitarbeiter dieses Projekts an. Relationen im Raum. Es geht um jüdische Friedhöfe. Da gibt es Karten, wo die kartiert sind und wo der einzelne Stein drauf ist. Das ist also das Ausgangsmaterial. Es gibt zwei fachwissenschaftliche Partner, einmal Baugeschichte und einmal die Judaistik, die eben mit diesem Quellenmaterial vollkommen unterschiedlich umgehen. Hier sieht man, also die Baugeschichtler sind interessiert an den Steinformen und die Judaisten mehr an den Inschriften. Wir haben eine Architektur aufgebaut, damit verschiedene XML-Auszeichnungen eben von den Bauwissenschaftlern und von den Judaisten in eine gemeinsame Datenbank integriert werden kann, von der aus man dann eben Abfragen machen kann und von der aus man dann Visualisierungsoptionen benutzen kann. Die eine Visualisierungsoption ist Hyperimage, ein schon seit langem entwickeltes Programm, wo eben der gesamte Friedhof geladen werden kann und man dann in dem Friedhof bestimmte einfache Suchen durchführen kann. Wir haben zusätzlich ein weiteres relativ ähnliches Interface gebaut für die Datenbankabfragen, sodass man hier also nur die beliebig komplexen Suchen, die man an der Datenbank gemacht hat, sich da wiederum darstellen kann und da eben auch mit dem Timeslider die Daten wieder einschränken kann oder sich die Farben neu darstellen lassen kann, um dann eben letztendlich SVG-Exporte zu machen, die man dann in die Publikationen mit einführen kann. Und jetzt habe ich die halbe Minute von vorhin wieder reingekriegt. Bitte schön. Harald Lordig, ebenfalls Steinheim-Institut Essen. Und Harald stellt uns eine App vor, die ja auch in Partnerschaft mit Daria.de entstanden ist. Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, die Web-App Orte jüdischer Geschichte. Ganz simpler Grundgedanke, den habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, einfach Orte zu finden, die ja meistens gar nicht mehr sichtbar sind aufgrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das wissen wir alle. Und die ist seit 2 Jahren in der Daria.de-Infrastruktur online. Das heißt, die App weiß ja normalerweise, das Smartphone weiß besser als wir selbst, wo wir eigentlich sind heutzutage. Und es zeigt Ihnen an, was so in der Nähe, wenn Sie sich für deutsch-jüdische Geschichte interessieren, eigentlich so zu sehen ist oder zu sehen wäre, wenn es das noch gäbe. Ich habe Ihnen mal die ganzen Aspekte oder einige davon, die für die Infrastruktur zu besprechen sind, aufgeschrieben. Ich möchte einfach auf den schönen Geo-Service hinweisen, den ich hier nutzen kann, der auch in dem Geo-Browser zur Anwendung kommt.
Das heißt, wenn Sie mal gucken wollen, wie sieht es denn in anderen Orten aus, an denen Sie jetzt nicht sind, dann können Sie einen kleinen Dialog führen mit der App und sagen, wie sieht es denn zum Beispiel in der Stadt Essen aus? Und dann geben Sie Essen ein und sehen dann, aha, Essen, das gibt es ja überall in der Welt und können kurz sagen, was Sie eigentlich meinten. Kleiner Dialog, der das sehr gut regelt, dass Sie einfach sich mal wohin beamen können. Ein anderer Aspekt, der mich sehr interessiert, das ist der Daria.de-App-Workshop, an dem wir gestern auch noch mal uns erinnert haben, wie produktiv das ist, wenn Leute, die jetzt sich wirklich für Apps interessieren, sich mal zusammensetzen und gucken, wie sind da die Frameworks, die Techniken. Wir würden das gerne hin und wieder, vielleicht unter spezifischen Gesichtspunkten, wiederholen. Die Datenbasis der App, das sehen Sie hier. Man kann in der Optionsseite, erfährt man was über die Daten, kann auch Daten abschalten, die man jetzt vielleicht filtern möchte. Und die Kartenvisualisierung zeigt, dass es schon um eine nennenswerte Menge geht an Daten und dass wir hier, ich gehe auch davon aus und hoffe, dass so diese Auseinandersetzung mit der App auch zu die Forschung an diesen Geodaten sozusagen inspiriert, vielleicht auch modellbildend wirkt für geisteswissenschaftliches Publizieren, denn wir können ja heute Texte schreiben, die so aussehen, wie geisteswissenschaftliche Texte seit Jahrhunderten aussehen, die aber gleichzeitig eine Datenbank für so eine App hier sein können. Ja, das ist relativ einfach möglich. Und auch hier möchte ich gerne, dass das vielleicht modellbildend wirken könnte. Ich habe mir mal erlaubt, hier das Stichwort Interoperabilität aufzuschreiben. Interoperabilität heißt für mich Standardformate, Schnittstellen. Das meine ich jetzt hier nicht, sondern eher für den User, die Interoperabilität, wenn er unterwegs ist und agiert. Und da stelle ich fest, dass so dieses Konzept mobile Webseite, also es ist eine mobile Web-App, die letzten Endes eine mobile Webseite ist, dass das gut funktioniert mit Twitter und anderen Möglichkeiten mit Deep Links. Danke sehr. Sie finden mich morgen zwischen Geo und Annotation. Jetzt kommt noch mal ein Kollege aus Göttingen hier von der SUB, ein ganz, ja, noch relativ junges Projekt, Humanities at Scale, Markus Matoni. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen das Projekt, das europäische Projekt Humanities at Scale, etwas näher bringen, was Henk von Daria.eu heute auch schon angesprochen hat bei der Begrüßungspräsentation. In diesem Projekt wollen wir Daria auf europäischer Ebene weiter etablieren. Das heißt, wir wollen die Gemeinschaft, die DH-Gemeinschaft weiter wachsen lassen. Wir wollen das Netzwerk zwischen Fachwissenschaftlern und Entwicklern in diesem Bereich stärken. Und um das umzusetzen, haben wir uns hier am Standort Göttingen als zentrale Aufgabe gesetzt, Werkzeuge und Dienste für die Nutzung auf dieser europäischen Ebene eben bereitzustellen. Was das genau heißt, wir wollen vor allen Dingen kollaborative Arbeitsinstrumente bereitstellen, aber auch speziell für Entwicklerwerkzeuge bereitstellen. Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Tools in diesem Kontext. Wir wollen genau deswegen in den nächsten Wochen und Monaten herausfinden, mittels einer Umfrage, welche Tools denn am meisten genutzt werden, welche aber auch in Zukunft am meisten benötigt werden. Hier sehen Sie ein paar Beispiele dazu. Wir haben auch einige davon schon angerissen, gerade das Etherpad als Alternative zum Google Doc, um Dokumente in Echtzeit miteinander bearbeiten zu können. Das Confluence Wiki, um Inhalte zu erzeugen, zu organisieren und auch dann mit anderen Leuten teilen zu können. Dann speziell Entwicklerwerkzeuge, wie das prominente Beispiel Git, um Code zu managen, um zum Beispiel auch das Jenkins, um Code zu bauen, zu testen und dann auch deployen zu können. Als besonderes Highlight dieses Projekts hier vom Standort Göttingen wollen wir ein Entwicklerportal schaffen, das ähnlich wie das DH-Dashboard eine Startseite ist, auf dem aber jeder Entwickler jetzt seine eigenen Tools, die er benötigt, seine eigenen Informationen, die er sehen möchte, auf einen Blick hat. So kann er nämlich verschiedene Informationen integriert auf dieser Webseite darstellen lassen und aber auch mit anderen Entwicklern teilen zu können. Wenn Sie dazu Näheres wissen wollen, kommen Sie doch bitte morgen zum Stand Nummer 7. Vielen Dank. Danke.
ein weiteres, noch sehr junges Projekt. Stefan Schmunk, E-Labor. Übernehme ich direkt, keine Sorge, ich suche momentan auch niemanden unter Ihnen, unter euch. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Projekt E-Labor. E-Labor hat das Ziel, ein DH-Zentrum für die qualitativen Sozialwissenschaften aufzubauen. Jetzt wird der eine oder die andere unter Ihnen sagen, DH-Zentrum, Sozialwissenschaften, Digital Humanities, passt das oder passt das nicht? Ich habe 90 Sekunden Zeit, ihn oder Sie davon zu überzeugen. Es geht prinzipiell um eine zentrale Forschungsfrage. Wie haben sich die Konturen von Produktion und Arbeit seit dem Ende des Fordismus entwickelt? Eigentlich, wie soll ich sagen, eine Forschungsfrage, die auch mit klassischen Methoden, Verfahren der Soziologie bearbeitet werden könnten. Allerdings ist ein zentraler Fokus, dass bereits erhobene Umfragen, Interviews der letzten 50 Jahre, die gedruckt vorliegen, die noch nicht publiziert sind, die lediglich zum Teil in Glatten, zum Teil als digitale Kopien auf den Festplatten vorhanden sind, nachgenutzt werden sollen. Das ist eine neue Forschungsfrage, das ist auch neu und das ist zugleich einfach auch die Deckung zu den Geistes- und Kulturwissenschaften. Insofern ist der Aufbau eines DH-Zentrums für die qualitativ arbeitenden Sozialwissenschaften gar nicht so viel oder gar nicht so groß unterschiedlich zu den Fragestellungen, zu den Methoden, zu den Verfahren in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Warum Daria oder welche Rolle spielt Daria in diesem Projekt? Wie Sie in verschiedenen Kontexten bei anderen Forschungsprojekten eben schon gesehen haben, Daria bietet eine Reihe von Komponenten an, die von Projekten, aber auch von Einzelwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt werden können. Dazu gehören vor allem ein großes Bundle an kollaborativen Werkzeugen, die eben in E-Labor eingesetzt werden. Zugleich Redundanz bei mir persönlich, Forschungsdaten, Speichern von Forschungsdaten ist auch hier von Bedeutung. Und last but not least, wir haben als informationswissenschaftlicher Partner, als Partner aus der Informatik eigentlich ein ganz zentrales eigenes Forschungsinteresse, das wir hier überprüfen möchten. Wir haben die letzten 10 Jahre in unterschiedlichen Kontexten Werkzeuge, Tools, Services für die Geistes- und Kulturwissenschaften entwickelt. Klappt das auch bei den Sozialwissenschaften, ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen die kommenden 3 Jahre, um ein Zentrum nicht nur in Göttingen, sondern eine föderale Struktur in Deutschland aufzubauen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir sind fast durch. Wir schauen uns jetzt noch 2 fachwissenschaftliche Projekte an, Michael Bender und auch Philipp Hegel kommt nachher nochmal. Beide TU Darmstadt. Wir fangen an mit E-Poetics. Ja, vielen Dank. Ich bin sowohl im Cluster 6 als auch in dem Projekt E-Poetics beschäftigt. Ich bin also sozusagen mit mir selbst affiliiert. Das ist nicht nur ein tolles Gefühl, sondern ermöglicht mir auch, Ihnen nicht nur E-Poetics vorzustellen, sondern auch die Integration oder Anbindung dieses Projekts an Daria. E-Poetics ist ebenfalls auch vom BMBF gefördert. Es ist eine Kooperation zwischen der TU Darmstadt und der Universität Stuttgart. Gegenstand des Projekts sind Poetiken, also Schriften, die Lehren zur Dichtkunst enthalten. Nicht etwa Gedichte, das wird oft vermutet. In Poetiken werden also sprach- und literaturtheoretische Konzepte verhandelt, aber auch Literaturkritik findet statt. Wir arbeiten mit 20 solcher Poetiken aus dem Zeitraum von 1770 bis 1960, die besonders einschlägig sind im Sinne von Auflagenstärke und Zitation. Der Zeitraum wurde gewählt, weil ab etwa 1770 die normative Form der Regelpoetik überwunden wurde und zu einer eher diskursiven Verhandlung von Begriffen und Konzepten übergegangen wurde, also Definitionen nicht einfach nur gesetzt wurden. Diese Aushandlung von Begriffsverständnissen und ihre Entwicklung ist für uns besonders interessant. Wir untersuchen das am Beispiel des Metaphernbegriffs, den wir mittels eines komplexen Annotationsschemas erschließen, das unsere hermeneutischen Erschließungsschritte explizit macht. Und diese Annotationspraktiken bringen wir dann praktisch auch in die Diskussion über Annotationen in Daria ein.
1960 stellt den Endpunkt dar, weil ab dann nicht mehr von Poetik, sondern von Literaturtheorie gesprochen wird. In diesen Poetiken wird einerseits theoretisiert und argumentiert. Dabei werden Ansätze aus anderen poetologischen Schriften aufgegriffen, sowohl aus damals zeitgenössischen als auch aus älteren Poetiken. Das geht bis zurück in die Antike. Prominente Vertreter sind Aristoteles und Quintilian. Andererseits wird auch Primärliteratur exemplarisch für die Argumentation genutzt und literaturkritisch betrachtet. Hier zum Beispiel Goethe und Schiller in diesem Beispiel. Wir haben es also mit verschiedenen Textebenen und mit einem Netz aus Verweisungen zu tun. Durch die digitale Erschließung dieser Ebenen und Zitationsnetze lässt sich einerseits die Entwicklung von Denkschulen nachverfolgen, andererseits können Prozesse der Kanonbildung im Bereich der Primärliteratur sichtbar gemacht werden. Wir haben das am Beispiel des Metaphernbegriffs so aufgearbeitet, dass unsere Informatikpartner mit Visualisierungstechniken auf unseren Annotationen aufsetzen können. Für die kollaborative Annotation haben wir unter anderem das TextGrid Laboratory genutzt. Die Publikation erfolgt im Daria TextGrid Repository. Das bietet die Möglichkeit, die Verweisungen in den Poetiken als paragraphengenaue Verlinkungen umzusetzen. Erstens zwischen Poetiken im Korpus, zweitens zur Primärliteratur, die größtenteils im Repository enthalten ist, und auch zu externen Quellen, zum Beispiel zur Perseus Library. Zusätzlich wird es im DTA, im Deutschen Textarchiv der BBAW, publiziert, deren Stylesheet wir nachnutzen. Ja, und alle weiteren Details dann gerne am Stand zusammen mit TextGrid. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann bitte nochmal Philipp zu St. Matthias, auch schon einem langjährigen Projekt und E-Cordicology. Genau, also zu zwei Projekten. Eines ist schon länger abgeschlossen, virtuelles Skriptorium St. Matthias. Das andere schließt gerade ab, E-Cordicology. E-Cordicology ist ein BMBF-gefördertes Projekt in Darmstadt, Trier und Karlsruhe. Was wollen wir? Wir interessieren uns hauptsächlich für Layout-Merkmale, mikro- und makrostrukturell in mittelalterlichen Handschriften, die wir automatisch erkennen möchten und die wir auch statistisch auswerten möchten im Vergleich zum Beispiel bestimmter Teilbestände. Wie wird der Inhalt unterschiedlich strukturiert und auf die Seite gebracht? Das Material wurde in einem Vorgängerprojekt erstellt, dem virtuellen Skriptorium St. Matthias. Das sind über 450 Handschriften aus einer Abtei vor Trier oder in Trier mit diversen Inhalten aus dem 8. bis 16. Jahrhundert, also Liturgika, Bibeln, Patristik, Mystik, was man erwartet in einem Kloster, aber auch, was man ebenfalls erwarten kann, findet sich dort Philosophie, Dichtung, auch juristische Texte. St. Matthias war ein wichtiges juristisches Kloster in Trier und Urkunden und Registern, also ganz verschiedene Textsorten, die auch unterschiedliche Metadaten erfordern und unterschiedliches Layout auch implizieren, wie Text dargestellt wird, also wenn Sie an juristische Texte mit Kommentaren zum Beispiel denken. Was wollen wir machen? Wir haben das Ganze digitalisiert und nun soll, jetzt hoffe ich das, die Animation ist kaputt. Was wir machen ist, wir entwickeln eine Software, die eben zum Beispiel bestimmte kodikologische Einheiten wie die Seite, aber auch Bilder und Text erkennen kann und auch vermessen kann, sodass wir dann XML-Daten haben, mit denen wir größere statistische Auswertungen vornehmen können. Und die Ergebnisse werden dann in dem von Jürgen Graf entwickelten und auch schon vorgestellten Tool SEM2Notes, weil das heißt dann in dem Fall CodiLab, dargestellt. Man sieht dann verschiedene Funde, also zum Beispiel die Textebene, und die können dann mit einer ins COS hinterlegten Terminologie für kodikologische Zwecke verknüpft werden. Dann kann man auch Suchen darüber stattfinden, dass also bestimmte Sachen gefunden werden sollen, die alle gleich ausgezeichnet worden sind, weil natürlich die automatische Erkennung deutlich hoher ist als das, was kodikologisch über einzelne Bildformen, Initialformen und so etwas gesagt werden kann. Und die Metadaten und die Messergebnisse werden visualisiert, um Aufschlüsse zu haben, wie sich zum Beispiel bestimmte Entwicklungen über Jahrhunderte darstellen und bestimmte Merkmale verändert haben. Das kann ich mir in verschiedenen Visualisierungen darstellen lassen und das kann heuristisch zur Entwicklung neuer Fragen beitragen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihnen.
Ein letztes Projekt, auch angesiedelt, oder ein Teilprojekt der SUB Göttingen, ist Zendari, das uns Hanna Wiener-Meiners vorstellt. Genau, also Zendari steht für Collaborative European Digital Archive Infrastructure, war ein von der Europäischen Kommission unter FP7 gefördertes Projekt mit einer Laufzeit von 4 Jahren, endete jetzt Januar 2016. Hauptziele von Zendari waren auf der einen Seite Sichtbarmachung von sogenannten Hidden Archives sowie die Entwicklung einer virtuellen Forschungsumgebung durch die Vernetzung von bereits existierenden Infrastrukturen. Fokus wurde dabei auf 2 Pilotbereiche gelegt, Mittelalterforschung auf der einen Seite und moderne europäische Geschichte, Erster Weltkrieg auf der anderen Seite. Zusammengearbeitet wurde mit insgesamt 14 Partnern, darunter Historiker, Techniker, verschiedene inhaltbereitstellende Institutionen. Schon wieder falsch rum. Genau, die Aufgaben der SUB lagen dabei zum einen in der Vermittlung, manchmal auch Übersetzung zwischen Technikern auf der einen Seite und Wissenschaftlern auf der anderen Seite und zudem in der Definition einer Gesamtarchitektur, einer Gesamtsystemarchitektur sowie der Bereitstellung einer Basisinfrastruktur. Zu beiden Themenschwerpunkten haben wir ein eigenes Poster entworfen. Die können natürlich gerne nachher besichtigt werden und morgen beantworten wir gerne Fragen zu Lösungsansätzen oder Strategien, wie zum Beispiel dem Participatory Design. Wir sind hinten links, wenn Sie reinkommen, finden Sie uns, sonst gerne bei fragendem Nachrufen finden wir uns bestimmt auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind fast am Ende, schließen jetzt noch ein paar, schließend ein paar Blicken auf die Möglichkeiten, wie man, wie Sie bei daria.de mitmachen können, wie Sie sich informieren können, austauschen können und so weiter. Und da beginnen wir mit Mirjam Blüm hier von der SUB Göttingen mit verschiedenen sozialen Medien und Working Papers daria.de. Ein Schnitzel kocht man nicht mit Wasser. Warum die Hetze gegen Open Access? Wie schreibt man eigentlich Digital Humanities? Wenn Sie schon mal zu ähnlichen Überzeugungen gelangt sind oder sich ähnliche Fragen gestellt haben oder vielleicht auch überhaupt nicht und jetzt gerade neugierig geworden sind, kurzum, in jedem Fall sollten Sie mal ins DHD-Blog gucken. Ein ganz lebendiges Austauschforum für Themen rund um die Digital Humanities, Informationen, Stellenanzeigen, Veranstaltungshinweise, Diskussionen und Informationen. Dass es zu so einem lebendigen Austauschforum geworden ist, haben in den letzten 4 Jahren 116 Autorinnen und Autoren aus rund 60 Institutionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beigetragen mit rund 750 Beiträgen und über 100 Kommentaren. Herzlichen Dank an alle Beteiligten an der Stelle und auch an unsere Leserinnen und Leser. Und vielleicht sind es ja gerade noch ein paar mehr geworden. Das würde mich sehr freuen. Manchmal sagt aber auch ein Bild mehr als 1000 Worte und bewegte Bilder erst recht. Deswegen gibt es seit knapp 2 Jahren den DHD, also den DHD-Kanal auf YouTube. Der bietet Videos, Clips, Tutorials zu aktuellen Digital Humanities-Themen an, zum Beispiel unseren Film Virtuelle Forschungsräume oder Digitale Wissensräume, bei dem innovative Projekte aus allen möglichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen sich vorstellen, aber auch Tutorials, zum Beispiel zur Benutzung des TextGrid Labs. Und also über 13 Stunden Filmmaterial stehen da bereits zum Abruf bereit. Und dank unseres Filmteams, das heute die Veranstaltung filmt, werden es bald noch ein paar Beiträge mehr. Auch hier an alle die herzliche Einladung, mal reinzuschauen. Und falls Sie noch Digital Humanities Filmmaterial haben, sprechen Sie mich gerne an. Vielleicht können wir das da auch aufstellen. Und ansonsten stehe ich hier noch stellvertretend für die Daria Working Papers, der zentrale Publikationsort für Beiträge verschiedenster Art. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Habe ich noch 30 Sekunden? Okay.
Beiträge im DARIA-Kontext, aber eben auch zu Digital Humanities-Themen, Berichte, Empfehlungen technischer Art zu Methoden, Dokumentation, Lehrmaterialien über DARIA, aber auch eben über hinaus im weiteren Kontext. Alles Open Access unter einer CC-BY-Lizenz. Und wenn Sie Autorin werden, Autor werden möchten, sprechen Sie uns an. 14 Publikationen gibt es bereits, 7 sind in der Pipeline, aber wir nehmen gerne auch noch mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Daria.de bietet eine Reihe von Schulungen, Schulungsmaterialien und Workshops. Wir haben es vorhin schon kurz gehört. Zum Abschluss, ja, fast Abschluss, noch mal kurz, Andrea Rapp. Ja, Schulungsmaterialien, Vermittlung, Ausbildung, Weiterbildung, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, denn eigentlich sind alle von uns ja Lernende in diesem Bereich und so sollte es ja eigentlich auch idealerweise an einer Universität immer sein. Wir bieten einen bunten Strauß, also Sie sehen, ich bin so ein bisschen metaphernlastig, einen bunten Strauß an Veranstaltungen, aber auch da ist es so, dass das keine einseitige Richtung beinhaltet, sondern auch eine wechselseitige Richtung sein soll. Das heißt, auch dieses Feld in DARIA ist eine Möglichkeit, mitzumachen, sich zu beteiligen, einerseits um teilzunehmen an einer Veranstaltung, so wie jetzt, andererseits aber auch vielleicht gemeinsam mit DARIA, mit einigen Partnern in DARIA eine Veranstaltung zu planen und durchzuführen, etwas einzubringen in die Community und so diesen Austausch und das wechselseitige Lernen zu befördern. Diese Veranstaltungen sind für uns natürlich auch wichtige Impulse, um die Community weiter zu vernetzen, um neue Kooperationen zu finden, um herauszufinden, was der andere macht und womit man sich beschäftigt und wo man vielleicht zusammenarbeiten könnte. Schulungsmaterial finden Sie verzeichnet auf der DARIA Homepage. Den Kanal überschlage ich, weil das gerade berichtet worden ist. Was aber auch in dem Zusammenhang noch mal besonders hervorhebenswert ist, dass alle Schulungsmaterialien, die wir gesammelt haben, selbst hergestellt haben oder die andere hergestellt haben, auch über OER Commons verfügbar sind. Das heißt also unter freier Lizenz auch verfügbar sind, dort nachgewiesen werden können und dort einfach benutzt werden können. Auf internationaler Ebene werden diese Aktivitäten ebenfalls fortgeführt. Sie finden also dann nicht nur in Deutschland oder mit deutschen Partnern hergestellte Schulungsmaterialien, sondern gesammelt Materialien auf internationaler Ebene über unseren Ableger, nenne ich es jetzt einfach mal, DARIA Teach. Danke. Vielen Dank. So, last not least, den Schlusspunkt setzt Rainer Stotzka vom Karlsruher Institut für Technologie und er berichtet uns dazu, die Frage kam vorhin schon, ich glaube, die Dame ist leider gar nicht mehr da, wie kann ich mit Daria.de kooperieren, wen spreche ich an, was kann ich eigentlich machen, welche Szenarien gibt es, wenn ich mein eigenes Forschungsvorhaben daraufhin abklopfen möchte, wie es kompatibel ist, wie kann Daria.de mir helfen? Bitte. Ja, vielen Dank. Die Sache ist ganz einfach. Stefan hat mich gebeten, mich kurz zu halten und die Frage ist, Sie haben jetzt jede Menge tolle Tools gesehen, schöne Projekte gesehen, sind wahrscheinlich heiß, die alle auszuprobieren, aber wahrscheinlich haben Sie auch eigene Entwicklungen, eigene Tools, bei denen Sie sagen, das passt ja vielleicht auch ganz gut in Daria rein. Haben wir die Möglichkeit, das in Daria reinzubringen? Und die Zusammenfassung dafür lautet einfach, ja, das geht. Was könnten Sie machen zum Beispiel mit Daria? Wir könnten gemeinsam Veranstaltungen durchführen, Forschungsdaten können Sie einbringen, Forschungsergebnisse publizieren, diese Tools oder Services im Daria-Portal bereitstellen oder halt auch einfach nur die Infrastruktur von Daria nutzen oder sogar weiterentwickeln. Wesentlich für uns ist dabei, das Ganze hat einen fachwissenschaftlichen Bezug, also entweder geistig oder kulturwissenschaftlich oder vielleicht auch sozialwissenschaftlich oder alle Spielarten davon.
Der Vorteil ist dann, dass diese Ergebnisse, die Sie haben, diese Forschungsdaten, diese Werkzeuge und diese Dienste, die Sie hier einbringen, dass die dann nachhaltig genutzt werden können, auch eben durch andere. Das Wesentliche ist eigentlich dieses. Sie haben dieses komplexe Bild wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Und das muss natürlich ein neues Werkzeug, das wir hier einbringen in die Daria-Infrastruktur, irgendwie durchlaufen, damit wir also eine Art Qualitätskontrolle auch haben. Und das sieht jetzt unheimlich kompliziert aus. Ich kann Sie aber beruhigen. Durch diesen Prozess, den müssen Sie nicht halt einfach irgendwie durchführen, sondern da gibt es zwei Leute, die Ihnen helfen. Und das sind unsere Mentoren, und zwar jeweils ein Fachwissenschaftlicher oder eine Fachwissenschaftliche Mentorin und ein technischer Mentor, so damit dann anschließend diese Tools oder diese Ergebnisse in diese Daria-Landschaft sich harmonisch einfügen. Und dafür sorgen wir dann. Ansonsten erzählen wir Ihnen ganz gerne morgen mehr am Stand, wenn Sie reinkommen, direkt rechts der erste Stand mit Daria kooperieren. Vielen Dank. Ich hab noch 50 Sekunden. Ja, wir sind am Ende angekommen. Das war enorm spannend, fand ich, und beeindruckend. Also es war wirklich dieser viel zitierte Blumenstrauß, bunter Strauß an Angeboten, Tools, Diensten, Services, Forschungen. Und ich möchte noch mal mich ganz herzlich bedanken bei allen Präsentierenden und bei Ihnen, den Zuhörern, noch mal einen Applaus für die Präsentation.